Frankfurt steht für vieles, ne? Für Banken, Skyline, Äppler, Römer, grüne Soße und vieles, vieles mehr. Allerdings steht Frankfurt eher weniger für optimale Laufstrecken, ne? Zumindest bisher. Denn genau das hat sich jetzt geändert. Dank der Sportmarke On gibt es jetzt endlich einen City Running Guide für unsere wunderschöne Stadt mit 3 Routen, 5, 10 und 15 Kilometern, auf denen Sie unsere Stadt Frankfurt von Ihrer schönsten Seite sehen können. Ob entspannt oder richtig schwitzend, das liegt an Ihnen, denn Ihr Fitnesslevel spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es ist für jeden Läufer was dabei. Die Touren sind vom Frankfurter Laufprofi Florian Neuschwader. Wir stellen jede Woche eine Strecke vor. Meine Kollegin Anne Graul ist unsere Haussportskanone. Sie hat für heute die 5-Kilometer-Runde erstmal unter die Lupe genommen. Mein Panorama heißt sie und beginnt an einem Frankfurter Wahrzeichen. Nehmen wir uns mal mit, Anne. Und die startet genau am Eisernen Steg. Wir gehen mal im Schnelldurchlauf die Strecke durch. Am Main- und Untermain-Kai rennt ihr lang direkt am Fluss, unter der Friedensbrücke durch, auf den Bachforellenweg, über den Flusskrebssteg und zack, seid ihr eigentlich schon beim Westhafen. Auf dem Weg zurück bleibt ihr bitte auf dieser Seite und auf dem Karpfenweg rennt ihr entlang, wieder unter der Friedensbrücke durch und dann läuft man bis zum Holbeinsteg. Über den läuft man drüber und schon ist man wieder auf der anderen Mainseite und von da aus könnt ihr dann ganz gemütlich bis zum Eisernen Steg zurücklaufen. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg und sammle so ein paar Stimmen von Joggern, um zu fragen, warum die am Main joggen. Darf ich dich nur kurz fragen? Gutes Tempo. Warum du am Mainufer joggst? Weil es Wasser ist und Wasser beruhigt und weil keine Ampeln da sind, keine Straßen, die nerven und man schön lange in beide Richtungen laufen kann. Nächster Grund, warum man unbedingt am Main joggen sollte, die Panoramarunde rennen. Ich sag nur eins, Gruppendynamik. Das ist Gruppendynamik und Party dabei. Nur mit Adrenalin. So, ich bin jetzt am Westhafen und überquere gerade den sogenannten Flusskrebssteg und zack, habe ich die nächste Läuferin. Sag mal, warum bist du hier im Westhafen und joggst hier? Also, ich finde, man hat hier einfach nochmal eine andere Perspektive als in der Innenstadt und es ist einfach hier so schön am Wasser und ich liebe es einfach hier joggen zu gehen. Mal kurz Luft holen. Überfallkommando. Ja, also klar, wir sind natürlich im Herzen Frankfurts, Skyline immer im Blick und ja, irgendwie trifft man immer Menschen, egal ob man früh morgens, spät abends hier am Main entlang läuft. Man hat immer das Gefühl, dass man nie allein ist. Nette Aussicht und man wird auch gerne mal unterbrochen. Das meine ich. Du triffst halt auch einfach am Main, egal auf welcher Mainseite, triffst du immer Leute, immer Gleichgesinnte, die ähnlich motiviert sind. Selbst wenn du nicht richtig motiviert bist, dann bekommst du spätestens durch so eine Begegnung eben einen guten Push. Da, Endsprint, letzte 50 Meter Sprint. So. Nicht lachen, nachmachen. Oder beides halt, ne? Die Sportmarke On hat einen City Running Guide für unser Frankfurt herausgebracht. Jede Woche stellen wir Ihnen hier eine Strecke vor. Nächste Woche ist dann die 10-Kilometer-Runde namens The Urban Jungle Frankfurt dran.